Hey, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es mal wieder um Top 3 Apps für den Mac gehen, die sehr praktisch im Alltag sind. Ich wünsche euch viel Spaß. Kommen wir auch schon zum ersten Programm und dieses nennt sich Clever PDF. Ich arbeite sehr viel mit PDF-Programmen, gerade in der Uni, und ich finde dieses Programm extrem praktisch. Denn man hat die Möglichkeit, PDF-Files zum Beispiel in Word, Excel, PowerPoint oder in einem Bild zu verwandeln oder natürlich auch in das Apple-Pendant dazu in Pages, Numbers und Keynote, aber auch so ein paar weitere Funktionen, wie zum Beispiel PDFs kombinieren oder diese auch teilen, drehen, die mit dem Wasserzeichen hinzufügen und. Ihr merkt schon, man hat hier sehr viele Funktionen, die gerade sehr praktisch sind, wenn man das Ganze für die Uni nutzt oder halt ja generell viel mit PDFs-Dokumenten arbeitet. Es gibt eine kostenlose Version, die nutze ich persönlich auch, aber wenn ihr sagt, ich brauche alle möglichen Funktionen auch unbegrenzt, denn man hat bei der kostenlosen Version so ein bisschen, ist es eingeschränkt, reicht meistens aus, aber wenn man wirklich richtig viel mit PDF-Files arbeitet, könnte man sich vielleicht auch überlegen, das Ganze dann hier zu kaufen. Aber ansonsten zeige ich euch einfach mal, wie das funktioniert. Und zwar möchte ich jetzt eine PDF-File in ein Word-Dokument umwandeln. Das könnte manchmal, auch wenn man es direkt bei Word macht, zu Problemen führen, beziehungsweise ist manchmal so ein bisschen tricky. Aber hier funktioniert es eigentlich relativ zuverlässig. Ich habe jetzt hier einfach mal mein Skript. Das ist in PDF-Form. Hier sehe ich auch direkt eine Vorschau. Hier könnte ich ja zum Beispiel auch hier oben einstellen, dass ich bestimmte Bereiche nur übertragen haben möchte. Möchte ich aber in diesem Fall nicht. Ich möchte das Ganze einfach komplett übertragen in ein Word-File haben. So, drücken wir einfach mal auf Starten und dann wird es hier unten ausgegeben und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an. Ich habe das jetzt hier mal in den Ordner reinkopiert. Öffnen wir das einfach mal. Dann öffnen sich jetzt hier in diesem Fall Word natürlich. Das müssen wir kurz warten. Und dann haben wir jetzt hier auch das Dokument. Machen wir mal ein bisschen kleiner. So, und dann sehen wir schon, hat alles gut funktioniert, auch von der Formatierung. Klar, es kann manchmal sein, wenn jetzt hier im PDF-File bestimmte Schriftarten vorhanden sind, die es jetzt so in Word nicht gibt, dass es zu Problemen führt. Aber in den meisten Fällen funktioniert das eigentlich relativ zuverlässig. Ansonsten zeige ich euch auch nochmal die Funktion, die ich persönlich sehr oft genutzt habe. Und zwar ist es die Kombination von mehreren PDF-Dokumenten in ein Dokument. Das brauche ich persönlich auch öfters mal. Und zwar habe ich jetzt hier diese drei PDF-Dokumente. Öffnen wir die einfach mal. Und dann kann ich jetzt hier auch noch die Position ändern. Das soll zum Beispiel in die Mitte, das soll nach hinten. So, dann haben wir das jetzt auch geändert. Okay, jetzt ist es nach vorne gekommen in diesem Fall, weil es drei Dokumente sind. Aber da sehen wir jetzt einfach mal von ab. Und dann drücken wir hier mal auf Konvertieren. Das war's. Öffnen wir die File. Und dann haben wir jetzt hier auch schon dann die drei PDF-Dokumente. Und ja, hat alles funktioniert. Die Kombination hat geklappt. Ansonsten finde ich dieses Programm auf jeden Fall persönlich sehr hilfreich, da man einfach sehr viele Möglichkeiten damit hat. Seitenzahlen habe ich noch nicht ausprobiert, aber kann man hier auch hinzufügen. Komprimieren, ebenfalls sehr, sehr praktisch. Ansonsten seht ihr schon, es ist sehr übersichtlich aufgebaut. Man findet sich hier sehr schnell zurecht und man muss jetzt sich hier nicht durch 1000 Untermenüs klicken, sondern das läuft auf jeden Fall ganz gut. Wie gesagt, ich nutze die kostenlose Variante. Wenn ihr sagt, ich brauche das Programm wirklich sehr oft und ich brauche alle Features, ja gut, dann müsst ihr es vielleicht kaufen, aber ansonsten seid ihr mit der kostenlosen Variante eigentlich auch ganz gut dabei. Kommen wir zum nächsten Programm. Diesen nennt sich Adware Max und kommt von der Firma Adware Soft. Und zwar hat man jetzt hier sehr viele Funktionen und Möglichkeiten, wenn es darum geht, Diagramme zu erstellen. Hier hat man jetzt so ganz Standarddiagramme, sage ich jetzt einfach mal so Falldiagramme, Blockdiagramme. Aber wenn man jetzt hier einfach mal weiter schaut, dann haben wir hier ein Säulendiagramm, Balkendiagramm, Kreisdiagramm. Also hier gibt es wirklich sehr viele Funktionen. Das sind aber, würde ich sagen, immer noch so relativ simple Sachen. Hier unten findet ihr dann auch mal einige Beispielmöglichkeiten. Die kann man sich auch direkt öffnen und dann hierzu auch direkt die Sachen anpassen bzw. bearbeiten. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool, dass man hier auch an Sachen Vorlagen wirklich sehr viele hat. Aber schauen wir doch mal weiter. Gehen wir mal auf Datenbank. Dann kommen hier auch zum Beispiel ein ORM-Diagramm oder ein Datenbankmodell. Finde ich auch ganz praktisch, dass hier wirklich nicht nur die Oberschicht sozusagen am Diagramm abgebildet ist, also was man öfters mal braucht, sondern dass hier auch sehr ins Detail gegangen ist. Zum Beispiel in Sachen Grundriss kann man hier auch einige Sachen machen. Das fand ich auch ganz cool. Und zwar in Sachen Innenarchitektur oder Sitzplan, was auch ganz praktisch ist, wenn man zum Beispiel eine Veranstaltung hat, dass man hier einen Sitzplan für den jeweiligen Raum erstellen kann und so weiter. Macht auf jeden Fall alles Sinn. Und hier hat man ebenfalls natürlich dann auch einige Beispiele. Aber schauen wir nochmal weiter, was ebenfalls möglich ist. Flussdiagramm ist, denke ich mal, vielleicht dem einen oder anderen auch bereits ein Begriff.
Und hier gibt es ebenfalls noch einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Arbeitsablaufdiagramm, was vielleicht öfters mal der Fall ist, was man halt auch mal erstellen muss. Oder was ich persönlich öfters auch mal nutze, ist Mindmap. Also kennt vielleicht der eine oder andere, das ist auch sehr gut, wenn man jetzt irgendwie so ein Brainstorming macht oder so, dass man sich die Begriffe dann in Sachen in einer Mindmap dann darstellt. Auch hier gibt es dann verschiedene Varianten vom Mindmap. Da gibt es ja jetzt nicht so viele, was man machen kann, aber auch hier hat man dann wieder einige Beispiele, auf die man dann zum Beispiel aufbauen kann, beziehungsweise diese Vorlagen kann man dann verwenden, um dann ein eigenes, ja, Mindmap dann zu erstellen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie das so funktioniert. Ich gehe jetzt hier einfach mal in dieses Diagramm rein, beziehungsweise habe jetzt hier einfach mal diese Vorlage geöffnet. Und dann kommt man jetzt hier in den Editor. Ist eigentlich ein relativ übersichtlicher Editor, also man findet sich hier auch schnell zurecht. Ist jetzt auch an die Office Suite angelehnt. Hier oben hat man jetzt die Möglichkeit, Schriftarten einzustellen oder Schriftgröße. Und da einfügen kann man jetzt eine Tabelle einfügen, eine neue Seite oder ein Bild oder auch einen QR-Code oder einen Vektortext. Das finde ich auch ganz gut, dass hier auch solche Sachen bedacht werden. Und in Seiten-Layout hat man natürlich auch die Möglichkeit, hier auch so ein bisschen das einzustellen, beziehungsweise auch das Ganze noch ein bisschen farblich zu bearbeiten. Ist auf jeden Fall alles sehr klar gehalten. Man findet sich hier auch schnell zurecht, finde ich. Und hier links hat man dann auch verschiedene Bausteine. Wenn man jetzt sagt, okay, das Design gefällt mir jetzt hier nicht so, das nehmen wir einfach mal weg und wir nehmen jetzt hier diese 3D-Säule, dann hat man hier auch die Möglichkeit, das Ganze natürlich so zu machen. Man kann natürlich alles Mögliche einstellen mit den Werten, mit den Skalen und so weiter, mit den Kategorien, was hier dargestellt werden soll. Das ist jetzt natürlich alles nur ein Beispiel. Ich will, kann jetzt nicht so krass ins Detail gehen und ein komplett neues Diagramm mal eben schnell auf die Beine stellen. Aber ansonsten seht ihr schon, hat man hier wirklich sehr viele Möglichkeiten. Wenn man es dann exportieren möchte, dann kann man hier einfach auf Export gehen. Man kann dann hier auch das Grafikformat einstellen, ob PNG, JPG oder auch hier als Office HTML, SVG, was ganz praktisch ist, oder auch als Visio oder natürlich ganz klassisch als E-Mail zu versenden. Aber ansonsten finde ich das Programm wirklich extrem gut, gerade jetzt für die Schule, fürs Studium oder auch für den Job an sich. Da gibt es wirklich extrem viele Möglichkeiten. Ihr habt es ja gesehen, viele, ja, Vorlagen auch, aus denen man dann wählen kann. Macht auf jeden Fall einiges her. Es gibt eine kostenlose Variante, aber wenn ihr sagt, okay, ich brauche das wirklich, die ganzen Funktionen, dann, ja, kann man sich das Ganze dann auch vollständig kaufen. Preislich ist es natürlich ein bisschen höher, aber man muss natürlich auch bedenken, was alles dieses Programm umfasst. Denn die Funktionen, die man hier hat, und ich sag mal, es ist jetzt nicht allzu kompliziert, ein Diagramm jetzt hier zu erstellen, finde ich das eigentlich preislich ganz okay. Also kann man auf jeden Fall machen. Alle Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal das dritte Programm an. Das nennt sich nämlich Itzy Call und ist ein Programm für die Statusleiste. Ihr seht es hier schon, ich habe jetzt hier den aktuellen Tag und auch den Wochentag. Und ja, das finde ich auf jeden Fall ganz praktisch, denn man hat jetzt hier sozusagen so eine kleine Kalender-Applikation. Gibt es ja normalerweise nicht, wenn man den Mac so ganz klassisch nutzt. Da müsste man sonst immer direkt in den Kalender reingehen, finde ich ein bisschen umständlich. So hat man das auf jeden Fall deutlich leichter. In meinem Fall habe ich jetzt die Monatsansicht hier eingestellt und ganz cool finde ich, ich kann jetzt hier sehen, was meine kommenden Ereignisse sind. In diesem Fall kommt am Samstag dieses Video, Top Mac Apps, und Sonntag ein iPhone-Gerüchte-Video. Also nicht verpassen auf jeden Fall. Wenn ich dann weitergehe, sehe ich dann auch für die nächsten Tage dann hier die kommenden, ja, Videos oder halt meine kommenden Ereignisse, welche ich jetzt hier eingespeichert habe. Vielleicht muss ich hier ab und zu etwas blurren, da jetzt auch IFA-Termine dazukommen. Aber ansonsten macht es auf jeden Fall einen wirklich sehr guten Job. Ich kann jetzt hier nochmal in die Einstellung gehen. Und zwar habe ich jetzt hier unter Allgemein die Möglichkeit, meine Kalender einzustellen, welche jetzt hier angezeigt werden sollen. Ich habe jetzt einfach mal zwei gemacht. Oder bei Erscheinungsbild kann ich das Ganze noch so ein bisschen personalisieren. Ich kann jetzt zum Beispiel einstellen, okay, ich möchte nur den 28, also weil heute 28. ist, da oben stehen haben. Oder ich kann jetzt hier auch noch den August und den Wochentag mir anzeigen lassen. Aber das Programm ist zwar sehr simpel gehalten, aber macht auf jeden Fall alles, was es soll. Und man hat hier schnell eine, ja, Kalenderansicht in der Statusleiste und muss nicht extra in den Kalender an sich gehen. Ansonsten sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es war nicht so langweilig und ich hoffe, es war was Cooles für euch dabei. Ansonsten schreibt auch gerne mal eure Top-Mac-Apps unten in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr da so habt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.